gucken wir mal. San Giovanni. Hübsch, hübsch. Ein Palazzo als Hotel. Kann man ja mal machen, ne? Hübsch hier, ne? Richtig hübsch. Liebe Leute, was für ein Ausblick. Willkommen bei Dr. Tractor on the Road. Wobei, doch, es ist Road, aber es geht Richtung Offroad. Richtung TT, Frankreich, Italien, das heißt Westalpen ist dieses Jahr angesagt. Oder die nächsten 10 Tage, sage ich mal, wenn das Wetter richtig mitmacht. Ich stehe hier an einem meiner Lieblingspunkte, kurz vor der französischen Grenze. Wir sehen den Genfersee, wir sehen die französischen Alpen. Ein wunderbarer Ausblick von einer Militärstraße, die jeweils nur Samstag und Sonntag befahrbar ist. Jetzt geht es dann gleich runter ins Rhonetal, unten dann wunderbar durch die Weinberge. Ein wunderbarer Einstieg in diese Motorradferien. Ich wünsche euch viel Spaß bei Dr. Tractor on the Road in den Westalpen. Ich bin jetzt auf der Anfahrt zum Col du Lin. Gestern hatte ich in Martigny ein wunderbares Nachtessen, ein Entrecôte, selten so ein gutes Entrecôte gegessen. Und heute eben, es regnet, oder es hat geregnet in der Nacht, es ist überall da dick Wolken verhangen. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wo ich heute hinfahre. Ich fahre jetzt mal den Col du Lin, wie gesagt, und dann über das kurze Verbindungsstück zum Col du Tronc, eines der wenigen unbefestigten Wege hier in der Gegend. So, hier beginnt nun das Stück zum Col du Lin, was nicht befestigt ist. Oben dann der Abzweiger zum Col du Tronc. Mal schauen, wie das heute aussieht. Das könnte nun dauern. Ein schönes Konzert. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass da auch nicht befestigt ist darunter. Das werde ich dann vielleicht noch mal ausprobieren, wenn ich schon in der Gegend bin. Wobei, das ist ja eigentlich eine Autobahn. Das ist, ja, ist einfach nicht geteert. Schön, Margherita mal ein bisschen unbefestigtes Terrain zeigen. Da habe ich doch gerade noch ein neues Stück entdeckt, was ich so nicht eingeplant hatte. Ist ein Radweg, aber mit 40 ausgeschildert, ohne Fahrverbot. Dann machen wir das. Sehr hübsch hier. Nicht anspruchsvoll, aber gefällt mir. Schöner Einstieg. Und dieses Stück, mag ich mich erinnern, das war auch schon mal richtig ausgewaschen. Ist jetzt alles für Anfänger. Das ist der Col du Tronc. Da ist eine andere Zufahrt, dann werde ich das versuchen. Das überrascht mich jetzt, dass es da doch so viele fahrbare oder
wie soll ich sagen, legale Straßen, Waldstraßen gibt. Nicht wirklich herausfordernd, aber doch hübsch. Guck mich da immer noch ein bisschen nach links und rechts um. Ist da noch, ob es da was zu entdecken gibt. Na, da scheint der Tag jedoch eine gute Wende zu nehmen. Wunderbar war das jetzt. Und da werde man geht's wieder hoch. Wunderbar. Hat sich gelohnt. Neuer Tag, neues Glück. So hoffe ich zumindest. Gestern war ich hier schon mal lang gefahren, da war jeder Platz besetzt. Saint-Gervais, ein hübscher Kurort am Fuße des Mont Blanc. Nun, neuer Tag, neues Glück, wie ich eben gesagt habe, gestern war nicht wirklich so mein Tag. Regen, die ganze Technik, irgendwie bin ich einfach nicht wirklich in die Gänge gekommen. Ich habe dann auch früher als üblich Feierabend gemacht, habe mir ein Hotel gesucht, die ganzen Karten runtergeladen, was ich irgendwie vergessen hatte. Ich fahre ja neu mit OSM End, Osmend, auf dem iPhone. Das sind die OpenStreetMap-Karten. Da kann ich auch nach Track fahren, was leider sonst nicht möglich ist bei TomTom. Es ist schon seltsam mit TomTom. Da habe ich eine Route aufgezeichnet vor einem Jahr und es ist nicht möglich, dieselbe Route nochmals zu fahren mit dem TomTom. Das ist ein echter Minuspunkt. Der größte Minuspunkt bei TomTom, auch wenn ich sonst richtig zufrieden bin. Aber das geht gar nicht. So, ich bin nun auf der Anfahrt zum Col du Joly. Mal schauen, ob ich den Einstieg von dieser Seite her finde. Ich war da vor einem Jahr schon mal hochgefahren. Da bin ich aber erstmal noch ein paar Kilometer da weiter ins Tal hineingefahren und dann ging es da bei der Seilbahnstation, Talstation, ging es dann über die Piste rechts weg, also echt die Talabfahrt. Von der Skipiste ging es dann da hoch. Ha, ist doch auch wieder eine Piste. Jetzt mache ich da nochmal Offroad-Modus. Da schauen wir mal, was da geht mit der Guzzi, mit meiner Margarita. Vor einem Jahr habe ich noch Witze gemacht, dass hier zum Glück keine Skifahrer entgegenkommen. Ha, genau in dem Moment kam dann aber ein Offroad-Fahrzeug ziemlich breit um die Ecke geschossen. So, jetzt kann der TKC 70 Rocks mal zeigen, wie der rockt. Ich liebe Motorräder mit diesem Drehmoment. Einfach tuckern, ohne da groß mit einem Gas rumzufuchteln, sag ich mal. Ah, Schelm ist das. Da bin ich hochgekommen das letzte Mal. Ist schon geil, wenn Skipisten legal zu befahren sind. Jetzt geht's da links weg, ne? Mal gucken. Schon mal ein Vorgeschmack für giftigere Sachen in den Westalpen. Ist schon nicht ganz ohne hier, aber nicht so lose, dass das ein Problem darstellen würde. Irgendwie schon gut habe ich einen Tag gewartet, weil
gestern Sonntag waren doch sehr, sehr, sehr viele Wanderer unterwegs oder Leute, die zum Teil auch mit dem Auto hochgefahren sind, um zu picknicken. So, hier könnte man auch ein bisschen, könnte man baden gehen. 11 Grad, na, mir ist nicht nach dem Bad. Zum Glück kommt er nicht gleich da in der schärfsten Kurve entgegen. Jetzt, naja, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen mit Anfahren hier. Hier in das doch. Ja, geht. Das ist einfach so geil, dieses Drehmoment, dass die Guzzi V85 TT an den Tag legt. So schön. Margherita. Echt ein geiles Teil. Da links, das ist der Mont Blanc. Dick, dick, dick verpackt in Wolken, leider. Schade, ist noch alles so wolkenverhangen. Einfach immer am Gas bleiben. Oi, oi, oi. Da wollte ich einen größeren Brocken ausweichen und das war nicht gut. Ach, wo kommen all die Laster her? Ist ja unglaublich. Nee. Meine Güte, dem Sattelschlepper da unten in der Kehre begegnen? Nee, danke. Ja, ist das schade, dass hier alles so neblig ist. Aber die Passhöhe kann man sehen. Und für alle, die bloß die Aussicht auf den jetzt dick verhüllten Mont Blanc sehen wollen, aber mit Offroad so überhaupt nichts am Hut haben, auf der anderen Seite ist die Straße geteert. Hier der Aufstieg auf dieser Seite macht schon sehr viel Spaß. Ja. Et voilà, Col du Joly. Ja, hoch über Beaufort. Und jetzt beginnt hier diese Schotterpiste, wo ich immer noch keine Ahnung habe, wo mich diese hinführt. Piste Forestière de Blanc-Villard. Schauen wir mal. Das sind ja nicht diese Wassergräben quasi, um das Wasser abzuführen. Da sind dann die Pisten weniger ausgespült dadurch. Aber das schlägt schon jedes Mal ins Federbein oder in den Rücken. Okay, stehen wäre die andere Variante. Ja, wie ihr seht, zum Thema Stehen, da gibt es ja verschiedene Meinungen. Brad Catch, auch wie auch immer der sich ausspricht, das ist ein Ausbildner, Motorradausbildner, macht viele Offroad-Trainings und Touren. Ich werde euch den mal verlinken.
Und der hat zwei wunderbare Ausführungen über Stehen auf dem Motorrad geschrieben. Ja, mir scheint, das könnte jetzt die quasi Passhöhe sein, die Alp oder wie auch immer ich dem sagen soll. Ich war jetzt eher eine Spur vorsichtiger, als man das vielleicht könnte. Oder viele das machen würden, aber da ist doch echt viel Verkehr. Wanderer, ich möchte die Leute nicht vergraulen und natürlich auch keine Kollision riskieren, wenn da einer um die Ecke geschossen kommen sollte. So, da kennt auch TomTom diese Strecke wieder und es ist ja auch wieder asphaltiert. Ja, hübsch. Ich denke mal, nach Denzel war das eine 3 für Offroad-Anfänger, zum Teil ein bisschen holprig. Aber hübsch, da lässt sich doch der Col du Joly mit der Gourmet d'Arèche wunderbar verbinden. So, in Arèche habe ich mich irgendwie verfahren. Keine Ahnung, Abzweige nicht erwischt. Dafür habe ich eher eine Piste gefunden, die für genau zur Gourmet d'Arèche, hoffe ich jetzt doch mal, ist so angegeben, bist mit Colombière. Schauen wir mal, wo das hinführt. Mittlerweile ist es auch angenehm warm, zumindest hier so eher im Tal, da sind jetzt 22 Grad. Ups, da gucke ich wieder in die Welt herum und nicht wohin, wo lang ich fahre. Wenn sich mal einer gewundert hat, wie ich zu dem Namen komme, Dr. Traktor, eben wie ein Traktor da, immer schön gemütlich. So, da sind wir. Das wäre die, was sage ich mal, normale Anfahrt zur Gourmet d'Arèche. Jetzt beginnt dann der unbefestigte Teil. Da ist einiges befahrbar zu den Alphütten oder was auch immer. Ne? Ich glaube, das ist das einzig Durchgehende. Es ist einfach ein anderes Fahren Offroad als irgendwie auf der Straße. Es ist schon einfach geil. Wenn man da mal begonnen hat, das wird man nicht wieder los. Was denn für eine Regenwolke hier oben? Da haben wir die Passhöhe mit Gourmet d'Arèche. Es ist echt ein beliebtes Ausflugsziel schon vor einem Jahr. Sehr, sehr viele Wanderer oder wie auch immer Leute, die auf dem Picknick hier hochfahren. Es ist jetzt Montag, Mitte August, Ende August und trotzdem so viele Leute hier oben. Ja, dann gibt es mal einen Fotostopp. Da waren jetzt doch einige Kilometer Offroad mit dabei heute, oder? Es ist jetzt Mittag, es ist 1 Uhr. Col du Joly, Blanc du Vieil, ja, immer, ich werde es noch verlinken. Und jetzt die Gourmet d'Arèche. Ja, da sind doch einige Kilometer Offroad zusammengekommen. Denzel 3 bis 4, Col du Joly eher 4. Ja, jetzt zeige ich euch mal, wie das hier oben aussieht. Es ist leider immer noch ziemlich wolkig. Mit doch da und dort mal ein paar schönen sonnigen Stellen. In diese Richtung Süden, da fahre ich jetzt.
Irgendwie scheint die Kochne Dachesch bei den Autofahren beliebter zu sein als bei den Motorrad-Enduristen. Ist mir schon das letzte Mal kein einziger begegnet hier. Wohl zu einfach, hast für zu einfach befunden. Das letzte Mal musste ich hier absteigen, weil da so einige Viehzäune oder Drähte gespannt waren. Absteigen, Draht entfernen, durchfahren, wieder Draht einhängen und das alle 200 Meter war dann doch eher mühsam. Aber jetzt kommt man hier problemlos durch. Und da vorne, da endet dann auch das Offroad-Vergnügen. Hübsch ist es alleweil, auch wenn hier asphaltiert ist. Wie gesagt, es kann auch hübsch, wenn es asphaltiert ist. Tja, da hatte ich mich im Tal nebenan ziemlich verfranst. Da hätte es eigentlich einen Weg rübergeben sollen in dieses Skigebiet. Habe ich nicht gefunden. Der einzige Einstieg, den ich gesehen hatte, war Fahrverbot. Jetzt schauen wir mal, was hier so geht. Das scheint mir da zum Lift hochzugehen. Und dann wohl auf der anderen Seite wieder auf die Passstraße zum Col de la Madeleine, den ich jetzt gerade eben die Passe passiert habe. Schauen wir mal. Spitze Steine hier. Das gefällt mir nicht so. Aber das macht ja auch Spaß, so mal ein bisschen fixer unterwegs. Naja, wenn es ein bisschen übersichtlicher ist, kein Gegenverkehr droht oder keine Wanderer in der Nähe sind, kann man dann die Maschine schon ein bisschen spielen lassen. Ist einfach ein bisschen frisch. 13 Grad, ne? Ach, feuchte, frische. Aber ich habe ja eine Griffheizung. Hübsch die Aussicht, wunderbar, wunderbar. Das lohnt sich doch, dieser Umweg. Den Col de la Madeleine, den man hier unten sieht, den habe ich auch schon genug gefahren. Mal eine schöne Alternative. Das gefällt mir ja. Kein Kinderspielplatz, aber auch nicht allzu doll. Und immer schöne Aussicht, das ist, was mein Herz begehrt als Steinbock. Eigentlich war das Ziel heute Briançon, das werde ich jetzt hier gleich abschminken, wenn ich dann wieder im Tal bin, werde ich mich dann mal nach einer Bleibe für heute Nacht umsehen und mir dann ja mal überlegen, wie es morgen weitergeht. Diese Alternative macht wirklich Spaß. Die werde ich dann sicher wieder mal einbauen. Ein bisschen Asphalt. Ja, ich glaube, da fehlt nicht mehr viel. Ja, wunderbar, das war's dann wahrscheinlich heute mit Offroad. Mal schauen, wo es mich morgen hinführt. Kann ich jetzt nicht so wirklich sagen. Werde mir mal die Wettervorhersage genauer anschauen. Die nächsten Tage ist sehr viel Gewitter angesagt. Und naja, mag ich echt nicht. So alleine in den Bergen, ich habe da echt Respekt vor. Jo, dann sehen wir uns morgen wieder. Eigentlich wollte ich jetzt rein in den TT bei Ulz oder Soest Ulz zum Col de Basset, Col de Basset.
habe ich verpennt, verpasst, keine Ahnung, und irgendwie was stinkt. Anyway, jetzt habe ich mich da auf den Schlittelweg vertan. Da oben um die Ecke ist eine Piste. Ich hoffe, ich kann da drehen und wieder runter und dann den richtigen Einstieg suchen. Gucken wir mal. Es war schon echt grob hier unten. Da fahre ich nicht hoch, nee. So, jetzt der ganze Spaß wieder runter. Uff. Naja, runter kommen sie ja immer. Und geregnet hat es hier nicht. Richtig staubig. Das ist also echt steil. Das kommt wahrscheinlich wieder nicht zum Ausdruck hier. Margarita, steckt das einfach alles so locker weg. Es ist schön, einfach schön. Okay. Wäre ja alles extrem einfach gewesen. Einfach weiterfahren beim Parkplatz. Okay, jetzt habe ich aber meine erste Prüfung, würde ich mal sagen, mit Bravour bestanden. Ja, das ist jetzt also der Einstieg in den TT Italien. Von Ulx hoch zum Colle Basset. Ich hatte in Montan übernachtet. Das war eher eine Verlegenheitslösung. Ich mochte nicht mehr weiterfahren gestern. Und bin jetzt durch den Tunnel de Fréjus rüber nach Bardonecchia. Die wollten tatsächlich 30 Euro für einen Weg mit Motorrad durch 10 Kilometer Tunnel. So. Das sieht jetzt ein bisschen krasser aus. Ich hoffe einfach, dass das jetzt nun wieder die richtige Piste, der richtige Track ist. Bei Spuren sehe ich da jetzt wieder nur Mountainbike. Und irgendwie fehlen da bei meinem Track, den ich da von TT runtergeladen habe, doch einige Punkte. Aber mir scheint, das scheint der richtige zu sein. Oi, das ist aber, oi. Das ist jetzt nicht ohne. Immer schön am Gas bleiben. Scheiße! Ah. Ja, das war jetzt nicht so toll. Zum Glück. Ja, nur Hose aufgerissen. Ah. Oi. Tja, da liegt sie nun. Das war doch zu krass. Und da habe ich jetzt große Probleme. Ich habe das Gefühl, da bleibt mir nur eines zu drehen. Das war jetzt zu steil. Da bin ich irgendwie in die Steine reingefahren. Oh je, die ganze Hose offen. Ha. Jo, dumm gelaufen. Es ist vor allem verdammt steil hier. Ich schätze mal 25% Gefälle. Ja, ich nehme jetzt mal nochmal zwei Koffer weg. Bisschen leichter. Dann ist der Plan, die irgendwie so zu drehen und dann rückwärts hinunter. Ich weiß nicht. Das ist zu weit. Aber wie schaffe ich das zu drehen, ohne dass ich mich hinlege? Oder zurück zur Hütte und Hilfe holen. Ich mache das. Ich gehe Hilfe holen. Na, den Sturz, den habt ihr einen mitbekommen. Der war eigentlich nicht wirklich, hatte keine Auswirkungen. Ich habe mir überhaupt nicht wehgetan. Das war nichts. Das Einzige, was war eigentlich so außer Puste zu kommen, weil ich dann doch zweimal den Berg runtergelatscht bin. Beim ersten Mal bin ich mit zwei Mountainbikern wieder hoch. Die haben mir geholfen, das Teil hinzustellen. Aber die wollten dann unbedingt weiter. Danke. Dann bin ich nochmal die 500 Meter runtergelatscht. Und da habe ich dann beim Restaurant gefragt. Und da ist mir dann Matthias helfen gekommen. Matthias, super geil, besten Dank. Ein erfahrener Trailfahrer. Motorradfahrer, der weiß, was Sache ist, der hat mir dann geholfen, die ganze Maschine aufzustellen, plus irgendwie die nächsten 50 Meter wieder den Berg runterbringen.
Ah, ja, kein Schaden, außer viel Puste da liegen gelassen und den Mut verloren, nochmal da den TET zu fahren. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber das Einzige, was aus diesem Erlebnis geblieben ist, ist meine Lewis Probiker Hose. Einmal hingefallen und schaut euch das mal an. Ich hoffe, man kann das sehen. Da ist eine 20 cm lange Naht aufgegangen und das war ja kein heftiger Sturz. Ich möchte mal wissen, was dieses Teil taugt, wenn es mich wirklich hinlegt. Also da bin ich jetzt doch ziemlich sauer, weil das ist keine Qualität. Das werde ich jetzt nähen lassen, deshalb bin ich auch schon im Hotel. Dann gehe ich mal auf die Suche nach einer Schneiderei, weil da sind meine Finger nicht wirklich so fix. Neuer Morgen, nochmal neues Glück, ich hoffe doch, wobei ich eigentlich lieber im Hotel geblieben wäre, in Susa, war ein super Hotel. Ich habe da auch fantastisch gegessen. Und das Wetter verspricht heute eben nicht viel Sonnenschein. So gegen Mittag soll es dann schon wieder zu regnen beginnen oder zu gewittern. Ja, aber leider konnte ich nicht im Hotel bleiben. Und deshalb musste ich jetzt wohl oder übel weiter. Und dachte mal, ich mache mal den Colle de Finestre. Das ist den ich jetzt fahre da in den letzten Serpentinen. Und ja, ich schaue mal, wie weit ich komme ohne heftigen Regen. Und sonst, ja, werde ich mir dann halt auch wieder früher als sonst ein Hotel suchen. Und morgen ist eitel Sonnenschein angesagt. Das heißt, ich werde dann morgen ein paar Kilometer mehr fressen, abspulen, spulen im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei die Reifen auch hier auf dem eher, sage ich mal, glitschigen Untergrund, weil es doch viel geregnet hat. Sandiger ist jetzt eher glitschig geworden, aber auch hier hält der TKC 70 Rocks recht gut. Also nicht mehr so, natürlich nicht so, wie wenn es trocken wäre. Es hat durchaus auch seinen Reiz, wenn die Wolken sich mal kurz lichten und die Sonne hindurchblickt. Und der Colle de Finestre, der ist unten mit vielen, vielen Kehren versehen, alles asphaltiert. Und erst die letzten paar Kilometer bis zur Passhöhe, die sind dann, sind die, ist ein gut geplätteter Weg. Also übrigens ist hier der Giro auch schon rübergeführt worden. Das Radrennen, das heißt, das kann man echt mit wenig Erfahrung, sage ich mal, auf Schotter und so, sollte man das bewerkstelligen können. Jo, Passhöhe. Schauen wir mal, was die andere Seite bringt. Ein hübscher Blick runter nach Susa. Und hier haben wir die Sestriere-Seite. Das Sträßchen, was man da rechts wegführen sieht, das ist die Assietta-Kammstraße. Die ist aber heute, es ist Mittwoch, ist die leider für motorisierten Verkehr gesperrt. Manchmal gibt es auch schöne Überraschungen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hier wieder abbiege auf unbefestigt. Der TET macht es möglich. Ich dachte, das wäre jetzt die befestigte Straße, die da runter geht. Aber wunderbar, gehen wir unbefestigt weiter. Ich meine, das ist keine Herausforderung, Spaß macht es trotzdem und das ist so sehr ein relaxtes Fahren auf unbefestigten Wegen. Es ist das, was ich will. Natürlich, mal ein bisschen Herausforderung zwischendurch ist okay, aber das hier ist das, was echt Spaß macht. Ja, beim TED weiß man halt nie, wie der aussieht. Also ich habe das noch nicht herausgefunden im Vergleich zum ACT. Wo es dann doch einige Beschreibungen zugibt, habe ich das jetzt noch nicht gefunden beim TED. Nee, schon vorbei. Schade. Es ist zwar befestigt, aber doch ziemlich uneben. Okay. Lieber so. Es scheint, dass hier nicht geregnet hat gestern. Das ist alles trocken. Spannend. Und in Susa, da war doch heftiger Gewitterregen mal zwischendurch mit Blitz und Donner.
Jetzt alles staubtrocken. Das ist alles sehr regional. Ich meine, wir sind jetzt Luft etwa 10 Kilometer von Susa entfernt, Luftlinie. So macht das Leben doch wieder viel mehr Spaß. Auf geht's zu neuen Taten auf dem TED. Ich bin da jetzt ein Stück Asphalt gefahren. Und jetzt ist das der erste Abzweiger wieder auf unbefestigt. Und da, so wie es scheint, da war richtig Regen letzte Nacht. Ist alles recht nass und glitschig. Bin da ein bisschen skeptisch, aber ich fahre jetzt mal. Es ist jetzt im Moment nicht so steil, dann ist das alles machbar. Und da gucke ich mal, wie das ausgeht. Sonst drehe ich dann wieder. Ich habe heute überhaupt keine Eile. Ich mache da keine Experimente mehr. Okay, schon ein bisschen grober. So, da haben wir wieder eine Stelle. Ist nicht so steil wie gestern. Aber die meinten immer schön mit Kupplung spielen. Ist halt immer noch einfach. Natürlich hast du den Finger an der Kupplung, aber einfach am Gas bleiben. Da war ein Kommentar, der meinte, die Guzzi, die wäre auch eher zu lang übersetzt für solche Stellen, und da muss ich ihm recht geben, weil gestern habe ich da den Motor beinahe abgewürgt, weil es so steil war und ich war echt im ersten Gang unterwegs. Schön ist das nicht, von der Landschaft her nicht so reizvoll als hier. Mag ich jetzt nicht besonders in den Wäldern. Ja, jetzt lichtet sich der Wald. Kaum sage ich was, dann sehe ich vielleicht auch ein bisschen was, wo ich mich da rumtrage. Es war schon heftiger Regen gestern, ziemlich ausgewaschen. So, mir scheint, ist die erste Anhöhe gemacht. Oder wie viele da noch kommen, keine Ahnung. Boah, okay. Hübsch. War jetzt nicht ganz ohne, muss ich sagen. Colle Lazzara. Lazzara. Ich kann nicht klagen, Margarita, die kennt sich aus in diesem Gelände, die macht das echt super. Das ist so angenehm. Bis auf die Episode gestern hatte ich jetzt nie irgendwo ein Problem. Die schluckt einfach alles weg. Nee, das ist echt wunderbar. Gefällt mir bisher besser als der Aufstieg. Es ist auch einfacher zu fahren, aber nicht bloß da. So, ich habe jetzt gerade einen extrem steilen, asphaltierten Aufstieg hinter mir und jetzt geht es da wieder in den Wald rein und wie eben schon, ist da ziemlich nass, also noch nasser als vorhin. Da waren eben große Pfützen. Ja, das schwimmt dann schon, wenn es ein bisschen matschig wird. Ich weiß nicht, was der taugt wirklich, wenn es wirklich klatschig wird. Oh, von wegen. Ja, da kommt er dann an die Grenze. Also bitte einfach kein Flotsch. Dafür ist einfach, habe ich zu viel Speck mit auf der Hüfte. So, da richtet sich der Wald wieder. Könnte bedeuten, dass ich die Passhöhe bald erreicht habe. Ziel ist einfach, vor dem Regen wieder im Tal zu sein. Das ist aber doch ziemlich, ziemlich deftig. Wow. Eine Gefahrentafel, das finde ich auch hübsch. So, schau her. Der nächste Pass ist geschafft. Geil, super Margarita, super Dr. Traktor. Gerade ziemlich steil hier, ich bin in Saluzzo.
fahre zum Hotel. Da stand, da wären gratis Parkplätze zur Verfügung. Das werde ich jetzt da mal einfach hinfahren. San Giovanni. Ein hübscher Ort, um den ersten Teil meiner Westalpentour ausklingen zu lassen. Was gibt's zu sagen, das Wetter hat nicht mitgemacht. Und leider hatte ich da in Ulks gestern auch so einen Zwischenfall, da hat mir ein bisschen den Mut genommen. Heute habe ich den wieder gefasst, habe einen Teil vom TT gefahren, vom TET. Da weiter vom Colle de Finestre, Assieta. Dann werde ich morgen dann weiterfahren. Aber für den Moment soll es das gewesen sein. Viel Spaß dann noch bei der nächsten Folge.